raus aus den Aktien von WWE und NDA war. Aktien vor Crash. Vince McMahon plant mit UFC. Vince McMahon verkaufte laut offiziellen Presseberichten die Mehrheitsanteile der WWE World Wrestling Entertainment an NDA war. UFC. Bei einem Blick auf die Aktienstände ist jedoch zu sehen, dass sich dadurch bei der WWE-Aktie eine Fahnenstange bildete. Auf eine solche Bewegung im Aktienchart folgt häufig ein starker Absturz der Aktie. Die Aktie der WWE könnte um die Hälfte fallen. Sollte die Aktie der WWE fallen, fällt jedoch auch die von NDA war, bzw. die der UFC. Während die WWE-Aktie aufgrund eines weniger erfolgreichen Kursverlaufs bereits einen gefestigten Boden bildete, könnte die Aktie der UFC unaufhaltsam crashen. Wenn das geschieht, könnte sich Vince McMahon günstig mit den Anteilen der UFC eindecken und dieses Konkurrenzunternehmen langfristig übernehmen. Fraglich, ob dies von vornherein der Plan von Vince McMahon war. Jedoch könnte es sich lohnen, vorsichtshalber vorübergehend und aus beiden Aktien auszusteigen, beziehungsweise auf fallende Kurse zu setzen.